Rund 150 Kinder sind schon voller Vorfreude auf die Eröffnung des Eltern-Kind-Zentrums, das gerade vom AWO-Kreisverband Schwerin-Parchim gebaut wird. Schließlich werden sie mit ihrer Kita Igelkinder die jüngsten Nutzer des Gebäudes sein. Daneben wird es Räumlichkeiten für Vereine geben, die dort vielfältige Beratungen und Therapien anbieten können. Das Herzstück des Zentrums bietet ein Bewegungsbecken. Dieses wurde vor ein paar Wochen per Kran eingeflogen. Dann wird ein großer Teil das Bewegungsbad sein, was so ein Highlight ist, wo wir viele Kurse anbieten wollen, wie Babyschwimmen, Schwangerenschwimmen, Seniorengymnastik im Wasser. Ja? Und da sind wir gerade in der Vorbereitung, die Kurse zu stricken. Lange hat es gedauert, bis das schon jahrelang von der AWO Schwerin geplante Projekt Wirklichkeit werden konnte. Also im Moment gehen wir davon aus, dass wir 5,5 Millionen ausgeben. Davon kriegen wir 1 Million EU-Fördermittel. Das war auch so lange, warum wir so lange warten mussten. Den Rest haben wir so Eigenmittel und dann finanziert über die Bank. Wenn weiter alles nach Plan verläuft, soll das neue Eltern-Kind-Zentrum der AWO in Schwerin im ersten Quartal 2021 seine Eröffnung feiern. Dann werden glückliche Igelkinder sicherlich noch ein Ständchen singen.